Willkommen zurück bei Minecraft. Heute werden wir etwas machen, was ich beim letzten Mal nicht genau gewusst habe, wie es funktioniert. Und zwar haben wir beim letzten Mal die Enderdrachen besiegt und jetzt gehen wir in die Stadt, die sich im Endportal befindet. Und ich weiß übrigens jetzt, wie man das Ei bekommt, was der Enderdrache ja irgendwie spawnt, nachdem er stirbt. So kann man übrigens wieder spawnen anscheinend, was ich definitiv momentan nicht vorhabe, aber danke. Danke fürs Angebot. Nun, wir sind auf jeden Fall zurück und ich denke, wir sollten auf jeden Fall mal in die neue Stadt gehen und gucken, was sie zu bieten hat, weil ich war da noch nie in meinem Leben, aber da sollen einige geile Items sein. Abonnieren kostenlos. Falls du es getan hast, für mehr Minecraft, lass ihn noch oben da. Oh, Leute, wir sind back. Und wo ist mein... Ich habe mein... Wortwörtlich mein Bett. Habe ich überhaupt hier noch... Habe ich hier überhaupt noch ein Bett? Irgendwie nicht. Aber wir müssen anscheinend eine Enderperle auf so ein Ding werfen, was interessant ist, Leute. Ich habe nicht mein Bett. Na, super duper. Okay, lass mir jetzt mal alles wegtun. Holz, Bro. Hier kommt Holz hin. Eigentlich können wir da einfach so hingehen. Ich meine, meine Items, die werde ich dann eh wegpacken. Ich habe so viele Items momentan. Das ist echt crazy. Habe ich genug zu essen? Ja, das sollte auch reichen, würde ich sagen. Denn so lange werden wir da nicht bleiben, richtig? Ich denke nicht, Leute. Und ich glaube, Feinde wird es auch nicht geben. Na gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal los, oder nicht? Naja, auf jeden Fall, es könnte bald Zeit sein für ein neues Minecraft-Projekt, aber ich weiß noch nicht genau, was wir spielen werden. Vielleicht sowas wie Skyblock. Das fandet ihr mega witzig oder mega cool oder wie auch immer. Also das wurde sehr oft in den Kommentaren empfohlen. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, das haben schon Millionen Leute gespielt. Aber lass uns mal in die Stadt gehen, Leute, weil das Ding ist, in dieser Stadt haben anscheinend Leute, die hier gewohnt haben in der Minecraft-Welt, haben anscheinend dort Sachen gelagert. Und das war ja das Endportal. Das heißt, dort gibt es die besten Items im kompletten Spiel, okay? Anscheinend soll es keine besseren Items geben als dort. Das habe ich nur gehört, ich bin mir nicht sicher. Aber wir werden es sehen. Ah ja, eine Schildschildenfarm. Oh. Habe ich Seedingsterbums setup? Oh, ich habe sogar dabei. Seeglas. Oh mein Gott, ich... hier, paart euch. Ihr liebt euch. Na los. Macht das Baby, bitte. Bitte sag mir, ich kann das Ei mitnehmen. Mir wurde in den Kommentaren gesagt, ich kann es nicht. Aber jetzt, oh mein Gott. Ich will da... Oh mein Gott, es tut mir... Ich will da doch hinschauen, okay? Ich will da doch hinschauen. Habt ihr ein Ei fallen lassen? Ich glaube, du bist auf dem Ei, oder? Ich glaube, du bist auf dem Ei. Also, ist da jetzt ein Ei oder nicht? Wo ist das Baby? Wo ist das verdammte Baby? Wo habt ihr es versteckt? Ich will es zurückhaben. Hallo? Wo habt ihr das Baby versteckt? Ich hatte Kissy mal, Leute. Einfach weil darum. Oh, das tut mir so leid. Ich weiß nicht, wieso Schildkröten tun. Tut mir leid. Oh Gott. Das ist nur ein Videospiel. Das ist nur ein Videospiel. Das ist nur ein Videospiel. Nur ein Videospiel. Das ist genauso wie im Kino, okay? So, man weiß, man schaut nur auf der Leinwand, wo eigentlich gar nichts sein kann, okay? Aber trotzdem fühlt man sich schlecht. Genauso hier ist es genauso. Ich schaue nur auf den Bildschirm. Wieso fühle ich mich schlecht? Hm, aber die haben leider kein Baby gemacht. Vielleicht wurde sie einfach nicht schwanger. Obwohl, ich glaube, Minecraft wird immer schwanger. Leute, ich will mal was auf Spaß machen. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Das wär irgendwie witzig. Ich werde mal einfach den hier machen, Leute. Wo lande ich? Oh, okay. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Hä, wo bin ich? Eigentlich könnte ich sie ganz weit werfen. Das wäre mega witzig, um zu gucken, wo ich einfach so sein werde. Okay, die eine Enderperle brauchen wir aber. Auch wenn wir genug finden sollten, weil es ja überall Endermänner dort gibt. Und wir sind wieder zurück. Ach ja, hier war ich schon öfter. Das steht fest. Guck mal, jetzt ich meine Bootsammlung gesammelt, weil ich immer wieder gestorben bin. Wir haben so viele Boote hier. Oh no, Leute, okay. So, als wäre hier so eine Armee, aber das war nur eine Person, die hier die ganze Zeit war. Oh nein, habe ich mal eine Spitzhacke. Würde ich ja zu schätzen wissen. Danke. Okay, jetzt geht da überall Wasser rein. Sollte, okay, jetzt ist das, okay, wir haben, oh mein Gott. Ich hasse es, unter Wasser zu sein in Minecraft. Ich hasse es. Ich hasse es so unnormal. Deswegen weigere mich, die Unterwasserwelt zu untersuchen, weil ich weiß, da ist eh nichts so super geiles drin. Aber zum anderen weigere ich mich, weil ich Wasser nicht mag. Ich mag es nicht, unter Wasser zu gehen, Leute. Das ist ein Fakt und es ist ein blöder Fakt. Weil ich würde es gerne wollen, okay? Ich würde gerne Wasser mögen, aber Wasser und ich, wir... Das funktioniert so nicht, okay? Unter Wasser bekomme ich nicht das, was ich brauche und das ist Luft. Na gut, wir sind zurück. Okay. Also, was mir gesagt wurde, wir müssen eine Enderperle in so ein Ding dort werfen. Da kommen wir in die geheimnisvolle Stadt. Das Ding ist, wo war dieses Ding? Das ist das Ding. Oh, Leute, ich habe so viele Endermänner jetzt hier, ne? Ich weiß auch, als ich auf der Suche war in meiner Wüste. Ich habe gar nichts gefunden und hier gibt es Millionen Stück davon. Ach ja, das ist ein Traum, Leute. Hoffentlich treffe ich die Enderperle und werfe sie nicht irgendwo hin, wo ich ein Problem haben könnte. Nun, da hinten ist das Teil auch schon. Frag mich bitte nicht, was es ist, aber es ist ein Teil. Und ich werde mich auch erstmal näher bauen. Okay, pass auf, Leute. Oh mein Gott. Okay, stopp. Hör auf, so zu springen, okay? Chill. Okay, lass mal sehen, wo es ist. Da oben. Noch höher. Ich gehe auf jeden Fall ganz weit nach oben, Leute. Immer noch höher, okay? Lass mal nicht runterfallen, okay? Okay, ich habe eine Enderperle, falls ich runterfallen sollte. So. Oh mein Gott. Reicht das überhaupt, meine Blöcke? Ich bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, das müsste nicht mehr reichen, Leute. So. Und da ist es, okay. Crazy, Leute. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu hoch, aber wir müssen ja nur eine Enderperle draufwerfen, ne? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Wo bin ich? Oh, what? Okay, jetzt verstehe ich das gar nichts mehr. Ist der jetzt hoch oder nicht? Ich nehme mal kurz Stein. Ich habe leider die Enderperle nicht mehr.
was ein Problem ist, glaube ich. Aber warte mal, die Enderperle hat mich nicht getötet. Sie hat eine Plattform für mich errichtet, so wie es aussieht. Okay, wir müssen also eine Enderperle reinwerfen. Oh, das ist wirklich bestens und ich habe keine gerade. Oh, das ist wirklich super. Aber hier war eine Plattform. War hier schon die ganze Zeit eine Plattform oder war hier nicht die ganze Zeit eine Plattform? Und vor allem, ich bin dort. Ich bin dort. Oh, was zum Teufel ist das? Hier war ich noch nie in Minecraft. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, ob mich irgendwas attackieren kann. Ich sehe aber einen Enderman da unten. Okay, wir sind da. Hi, ich komme in Frieden. Wow, what the frick ist das, Leute? Ich weiß ja nicht, was es sein soll. Wenn ich es abbaue, sterbe ich dann. Oh, okay, nein. Aber wir bekommen... Oh, ich glaube, daraus können wir... Oh, Chorusfrucht. Ich glaube, daraus können wir Enderperlen erstellen. Ich glaube, so war das, oder? Oh mein Gott. Ey, das ist so cool, wenn ich es abbaue. Irgendwie ist es episch, Leute, wie das kaputt geht. Hier nochmal. Da kann man sehen. Das sieht irgendwie cool aus. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht genau, wozu diese Frucht da ist, aber sie sieht episch aus. Okay, Leute, wo bin ich? Wo ist diese mysteriöse Stadt, von der jeder redet? Ich meine, wenn Francesco hier, würde ich mich schneller bewegen können. Aber das sollte komplett okay sein. Ich meine, die Endermänner haben echt ein beschissenes Leben, Leute. Die sind hier den ganzen Tag und machen nichts anderes, außer hier sein. Also, die sind einfach nur hier. Einfach nur da. Also, die machen gar nichts. Die haben nicht mal hier irgendwas zu machen. Gar nichts. Eigentlich ist es chillig, wenn man nichts zu machen hat, aber ich meine ja nur. Es ist chillig, wenn man nichts zu machen hat, aber nicht chillig, wenn man gefangen wird. Okay, und die sind gefangen hier definitiv. Ich glaube nicht, dass die hier jemals wieder rauskommen. Genauso wie ich nicht weiß, wohin ich gerade lang gehe. Also nach, okay. Und ich hoffe, ich finde zurück. Ich hoffe, ich finde zurück, Leute. Lass mal kurz ein paar Endermänner töten. Weil die können bei Enderperlen fallen lassen. Ich weiß nicht, wo er ist, da hinten. Kannst du auch völlig zu teleportieren die ganze Zeit? Okay, kann ich dich jetzt töten oder nicht? Kann ich dich bitte töten? Oh, der verbrennt die ganze Zeit. Habe ich ein anderes Schwert? Na, super duper. Na, prima. Na los, Leute. Oh, danke. Okay, ich brauche nur eine. Ich brauche nur eine, okay? Kannst du bitte abhauen? Hallo, stirb doch einfach mal. Alter, der Typ will nicht verrecken, ne? Danke, dass du verreckst. Ich heile mich mal lieber, bevor ich hier sterbe. Jetzt kommen wir wenigstens wieder zurück, weil jetzt haben wir eine Enderperle. Ich weiß noch nicht, wo ich langlaufe. Diese Gegend ist doch größer, als ich dachte. Also, um ganz ehrlich zu sein, die Gegend ist sogar absolut gigantisch. Aber ich sehe leider gar nichts. Ich renne einfach die ganze Zeit da lang, Leute. Was auch immer da lang bedeutet, ich weiß es nicht. Aber in der Hoffnung, dass ich irgendwas finde. Einfach nur irgendwas, Leute. Weil die Gegend kann ja nicht unendlich groß sein, richtig? Ne, das kann sie nicht, Leute. Sie muss ja irgendwann enden. Da hinten ist noch eine fette Insel. Da könnte noch was sein. Ich weiß es aber nicht, Leute. Ob da wirklich was ist oder nicht. Oh mein Gott. Da ist was. Da ist was. Was, Leute? Da habe ich was gefunden. Ich meine, Enderdrachen habe ich schon mal besiegt. Den Wither habe ich noch nie besiegt. Das war neu. Aber das hier, das ist komplett neu. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Oh mein Gott, das sieht so episch aus. Wer zum Teufel erbaut sowas? Wieso sieht mein Haus nicht so geil aus? Wieso kriege ich mein Haus und meine Gegend nie so geil hin? Stell euch mal vor, ich hätte so ein Haus. Das wäre episch, Leute. Das wäre der absolute Wahnsinn. Oh mein Gott. Gott, was ist das bitte, Leute? Zieht euch das mal rein, okay. Wisst ihr was, Leute? Soll ich mich überbauen? Muss ich gar nicht, oder? Ich glaube, ich kann einfach irgendwie da hinkommen. Okay, vorsichtig. Wir wollen kein Risiko eingehen. Ihr wisst ja, wie das ist bei mir, ne? Okay, okay, wir gehen hier lang. Jetzt bauen wir uns hier hoch. Ich hoffe, Endermänner haben nichts gegen Steine, weil ich keine Lust habe, dass mich jeder attackiert. Oh mein Gott. Da gibt es Feinde? Was ist das? Kann ich die töten? Anscheinend ja. Okay. Aber die attackieren mich anscheinend. Oh mein Gott. Ich will nicht fliegen. Kann ich aufhören zu fliegen? Wieso fliege ich die ganze Zeit? Hä? Oh nein, die Teile werden gefährlicher sein, als ich glaube, denke ich. Oh mein Gott. Ich wusste ja nicht, dass hier irgendwas ist, was gefährlich sein könnte. Oh mein Gott, stirb. Was ist das Teil? Was ist das Ding? Ich check. Alter, ich habe sowas noch nie gesehen in Minecraft. Ich verstehe halt nicht, was es überhaupt sein soll. Ich komme in Frieden, okay? Ich schwöre. Oh mein Gott. Warte mal, muss ich hier ein Parcours machen? Ernsthaft? Ein Parcours? Oh nein. Oh nein. Wir wissen ganz genau, wie es Parcours und mir aussieht, Leute. Also das ist der erste Parcours, den ich jemals hatte in Minecraft. Ohne Scheiß. Also ich habe damals ein bisschen Parcours probiert. Also in Servers. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Von wem werde ich attackiert? Oh, da ist einer. Bam. Stirb. Bam. Nein, nein, ist das Teil, ich habe keine Lust drauf, okay? Ich will nicht angegriffen werden. Was ist das Ding? Stirb. Ich verstehe nicht mehr, was es sein soll, Leute. Die Teile zerstöre ich mal lieber, was auch immer das sein soll. Ich habe ehrlich gesagt echt Schiss. Wieso habe ich Schiss? Ich habe Schiss in Minecraft. Das ist ein Witz, ich weiß. Also nicht wirklich ein Witz, weil es anscheinend Tatsache ist. Die Teile gehen nicht kaputt. Also ist hier jetzt gar nichts oder wie ist es aus? Hier scheint nichts zu sein, okay. Was ist das für Geräusche? Wo höre ich sie denn die ganze Zeit? Okay, es geht hier noch höher, wollte ich euch nur mal sagen. Okay, da ist jemand. Ah, okay, ist interessant. Zum Glück sterben die sehr. Oder zwei. Okay, die Teile will ich zerstören, weil ich halt nicht weiß, was die genau tun. Das ist das Ding, Leute. Oh mein Gott. Oh, jetzt schwebe ich wieder. Oh, na super. Das ist verdammt nochmal frustrierend.
Oh nein, 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 hör auf. Oh mein Gott, ich schwebe. Oh mein Gott. Das mag ich gar nicht. Das mag ich gar nicht, Alter. Das mag ich gar nicht, Alter. Chill! Ich esse eine Frucht. Oh, nein, ich esse keine Frucht. Ich weiß nicht, was sie tut. Bro, diese Teile machen mir Angst. Ich bin schon mal durch Fallschaden gestorben. Okay, soll ich noch höher gehen? Oh, da ist noch ein Monster. Ist okay. Ich kam mit Monstern ab. Vollkommen. Oh, au, au, au. Okay, vielleicht nicht so. Ich esse mal lieber noch was. Oh, da ist jemand. Okay. Okay, danke, dass du mir hochhilfst, ne? Weiß ich irgendwie zu schätzen. Also so eine Scheiß. Was bist du? Was bist du für ein Ding? Kann ich bitte wieder nach unten kommen? Danke. Aber was ist denn hier? Ich sehe ja nicht mal was. Ich sehe irgendwie gar nichts gerade. Ich bin leicht verstört. Ich verstehe nicht wirklich, wieso hier nichts ist. Hier müsste theoretisch mehr sein, richtig? Liege ich richtig oder eher weniger? Vielleicht über mir, irgendwo ganz oben? Ich gehe mal ganz oben, Leute. Mal schauen, ob hier irgendwas sei. Nee, hier ist auch nichts. Was ist das überhaupt hier? Ein Purpurblock, okay. Aber da war jetzt nichts, okay. Lass mal kurz nach unten gehen, Leute. Hier muss ja was sein. Mir wurde die ganze Zeit gesagt, hier sind die besten Items ever. Aber ich sehe nur einen Enderman auf dem Dach gerade. Keine Kiste, keine Truhe, nix. Diese Teile, die kann man zerstören, aber ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt will oder brauche oder muss oder wie auch immer. Warte mal, da war jetzt ernsthaft gar nichts, ne? Okay, ich bin dann verstört, Leute. Also, das... Ich weiß nicht, wie es für euch aussieht, aber das sieht für mich aus. Ich habe mich aus Versehen angeguckt, kann das sein? Jetzt muss ich wieder 10 Stunden gegen dich kämpfen. Ich wusste, ich hätte nicht das Schwert mitnehmen sollen. Ich werde mal weitergehen, weil ich habe da leider nichts gesehen. Es tut mir leid, aber... Nee, ich habe da echt nichts gesehen, Leute. Also ich werde mich rüberbauen müssen, falls ich noch... Okay, ich habe noch Enderperlen. Ich glaube, ich will mal eine werfen. Aus Spaß mal. Ich mach's mal. Oh... Okay, ich habe überlebt. Man muss verstehen, ich habe die Teile nicht allzu oft geworfen in meinem Leben. Ich kann hier mal nach noch so einem Turm oder was auch immer das sein soll schauen. Nur ich kann einfach nichts erkennen, Leute. Die Gegend ist gigantisch. Da hinten ist ja was gespawnt, richtig? Ich kann da irgendwas erkennen. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, wie ich da hinkommen soll. Weil ich wahrscheinlich nicht genug Blöcke haben werde. Aber ich muss da ja hin. Auch wenn meine Blöcke wirklich nicht reichen werden. Okay, oh, die Teile... Oh, das dauert echt lange, um das zu stören, ne? Das ist ein Scherz. Endstein, das dauert... Ewigkeiten, oh nein. Also mit Endermännern könnte ich auf jeden Fall mit diesen ganzen... mit den ganzen Enderperlen könnte ich mich dahin teleportieren. Gut, ich werde mich mal ein bisschen nach da bauen. Und da werde ich aber mal eine Enderperle werfen. Das könnte wichtig sein auf jeden Fall. Weil ich meine, wir sind hier, weil wir etwas finden wollen. What? Okay, alles gut, Leute. Ich glaube, es hat nur gelaggt, wenn ich Shift gedrückt halte, kann ich nicht runterfallen. Ist das richtig, Leute? Liege ich komplett richtig oder liege ich komplett falsch? Eins von beiden auf jeden Fall. Das Ding ist aber, Blöcke zu bekommen wird nicht so einfach sein, weil... Naja, ich meine, diese ganzen Blöcke hier abzubauen mit dieser Spitzhacke, die ist ja schon crazy gut. Lass mal werfen, Leute. Komm schon, bitte lande an der richtigen Stelle. Ich bitte dich. Oh nein, ich bin tot. Sie ist ins Nirgendwo gefallen. Oh mein Gott, sie ist ernsthaft ins Nirgendwo gefallen. Das Teil ist ja weiter weg, als ich dachte. Oh, na primär. Oh, na super. Ich hab ein Problem. Außerdem habe ich nur noch 2 Pfeile. Oh, ich habe ein riesiges Problem. Das Einzige, was ich hätte tun sollen, ist mehr mitnehmen können. Da gibt es diese Inseln, was sehr interessant ist, nur ich weiß ja nicht, wie ich da hinkommen soll. Okay, das sieht aus, als wäre da jetzt aber wirklich was. Das sind die Koordinaten. Ja, selbst hier kann man Koordinaten angucken. Vielleicht war da nichts, aber an der anderen Stelle zu 100%, okay? Wie gesagt, ich habe nicht mal Pfeile mehr. Ups. Was passiert eigentlich, wenn ich sowas esse? Ich mache es mal aus Spaß, Leute. Ich bin jetzt neugierig. Ich bin verzweifelt und neugierig. Oh, ich teleportiere mich irgendwo hin. Okay. Das mache ich nie wieder in meinem Leben. Das mache ich nie wieder in meinem Leben. Ich werde diese Frucht nie wieder essen, okay? Oh mein Gott. Und Leute, schaut euch mal, wie das aussieht. Wenn ich da nicht hin muss, dann habe ich keine Ahnung. Ich muss dahin. Aber gibt es auch einen anderen Weg dahin, außer den Weg des Selbstmordes, bitte? Ich werde es nochmal tun mit der Enderperle, werde ich es probieren, Leute. Wehe, ich werfe sie gegen eine Wand, dann wäre es natürlich ein Problem. Aber ist okay, Leute. So. Wo ist er hin? Er ist aber verschwunden. Das Wort würde ich einfach so weg, Leute. Ich will es mal... Aber komme ich da überhaupt zurück? Ja, mit der weiteren Enderperle, ne? Na gut, dann attackieren wir den mal. Los, komm schon, Buddy. Der Typ ist aber weg. Die verschwinden immer wieder, wenn ich sie so attackiere, ne? Ich wünschte, ich hätte ein anderes... Vielleicht sollte ich sie mit der Schaufel töten. Aber nicht mit einem Schwert, was brennt. Sie verschwinden immer. Ich versuche sie zu töten. Aber sie verschwinden die dauerhaft. Okay, da ist er wieder, Leute. Gott, ich habe dich echt lange gesucht, aber keine Ender-Freaking-Perle. Danke für die Ender-Perle. Aber ich glaube, manchmal, wenn man sie nicht ganz... Wenn sie sich jetzt da drum teleportieren, kann es sein, dass sie einfach so runterfliegen. Weil sie ja brennen und sich überall durch die Gegend teleportieren und gar nicht klarkommen auf ihr Leben. Ich werde das auf jeden Fall nochmal werfen, Leute. Aber ich würde gerne 2 Ender-Perlen haben. Ich bekomme aber keine zweite irgendwie. Oh mein Gott. Komm schon, wieso nicht? Egal, dann werfe ich halt die eine, whatever. Ich gehe das Risiko ein. Es könnte sein, dass ich alles verliere, was ich jemals in meinem Leben besessen habe. Und zwar so viel XP wie noch nie. Aber das ist etwas, was okay ist. Ich kann damit leben, okay? Außerdem soll es dort ein Item
Item geben, womit ich gehört habe, dass wir nicht mehr richtig zurück müssen. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das werden wir sehen. So, ich baue mich diesmal aber noch ein bisschen näher. Also, dahin könnte man ja eine Enderperle werfen, richtig? Sollte klappen, Leute. Hundertprozentig, oder? Bitte. Oh, okay, danke, ich lebe noch. Oh, ich mag es zu leben, Leute. Ist einer meiner größten Hobbys, am Leben zu sein. Komme ich da jetzt hin, ohne mich wieder irgendwo hin teleportieren zu müssen oder so oder irgendwie so eine Art? Ich glaube, ja, tatsächlich. Ja, yeah. Oh mein Gott. Das sieht viel größer aus, aber ich weiß, dass es da einige Gegner geben wird, aus Erfahrung, die ich gerade hier gesammelt habe. Oh mein Gott. What the frick? Da werden Millionen Gegner sein. Oh no. Ich meine, ich weiß, was sie tun. Sie schleudern mich nach oben. Nicht mal das. Sie bringen mich zum Fliegen, machen mir Panik, weil wenn ich nicht frühzeitig runterkomme, dann sterbe ich. Richtig? Und ich habe kaum Pfeile mehr. Das heißt, ich muss sie mit meinem Schwert töten. Was ich eigentlich ungern tue, ehrlich gesagt. Wir sind dort, Leute. Wir sind dort. Alter, komm schon. Das nenne ich mein Haus. Das sieht ja viel crazy aus. Das letzte, was ich gesehen habe. Okay, jetzt bin ich gespannt, Leute. Wie soll ich von unten nach... Nee, nach oben bauen wäre dumm. Ich muss von unten nach oben, Leute. Keine andere Methode. Stirb. Oh nein, nicht schon wieder. Das mag ich gar nicht. Das feiere ich gar nicht, wenn du das tust. Wie lange hält das eigentlich? Wolkeneffekt. Ich meine, der Effekt klingt cool, aber ich kann euch sagen, ist er nicht wirklich. Und mit einem Pfeil sterben die viel schneller. Das steht fest. Na los, Bunny. Ich habe nicht Ewigkeiten Zeit. Okay, pack das Teil weg. Pack das Teil weg. Was lasst ihr fallen? Schulkerschale. Frag mich bitte nicht, wozu. Ich habe keine Ahnung. Ich will einfach nur extrem viele Truhen sehen. Okay, dasselbe Prinzip nochmal anscheinend. Mit dem Parcours hier. Ich stecke diesmal mehr Hoffnung rein, aber ich weiß nicht, was mich erwartet. Also, ich kann nicht mal was erwarten, Leute. Okay, wir töten erstmal diesen Loser hier. Hey, hör auf. Hör auf, damit zu werfen, okay? Nehmen wir jetzt mal ehrlich, das ist frustrierend. Au. Dieser Effekt ist echt gemein. Weißt du das eigentlich? Dieser Effekt ist echt brutal. Ich meine, wir fliegen die erste da oben, bis er endlich nachlässt. Die sind ja nicht so gefährlich, aber hardcore nervig. Okay, ich gehe mal da lang. Da gibt es noch einige auf jeden Fall. Das Gute ist, hier sollten wir ein bisschen sicherer sein. Ich verliere kaum Leben. Die sind, haben sich wegteleportiert? Aber haben die sich da... Au, au. Oh mein Gott, hier sind viele, oder? Hier sind viele irgendwie. Ja, die teleportieren. Alter. Ich habe so ein bisschen die Arschkarte. Ich kann sie nur langsam versuchen zu töten. Irgendwie, ich werde von jedem attackiert gerade. Und ich würde mir wünschen, dass sie einfach damit aufhören, okay? Da hinten ist jemand. Ich sehe dich, Buddy. Alter, chillt doch mal euer Leib. Die mobben mich. Das ist ernsthaft Gemobbe, Leute. Das ist Gemobbe. Das ist ernsthaft Gemobbe, Leute. Kann ich ja das sagen. Ich hau ab. Bye. Hab ein schönes Leben. Wirklich, das wünsche ich dir. Eigentlich tun die mir gefallen, weil die mich ja nach oben bringen. Oh mein Gott. Nee, Alter. Okay. Nein, nein, nicht schon wieder. Ja, falscher Zeitpunkt. Oh Gott. Okay, kann ich mich irgendwie reinbauen? Alter Schwede, wo bin ich gerade? Also, die sind echt OP. Ja, okay, man braucht Pfeile, um herzukommen. Ich gebe zu, ich hätte mit Pfeilen herkommen sollen. Ja, ich gebe zu. Ich habe meinen Fehler eingesehen, okay? Ich gehe dort irgendwo lang. Ich verliere aber so wenig Leben. So, es ist nicht so, als würden die mich töten. Aber die machen mir das Leben einfach schwer. Oh nein. Au. Okay, das ist ein Problem. Danke, dass ihr mich wieder nach oben bringt. Wenn ihr mich wenigstens nur nach oben bringen würdet, das wäre schon echt genug, Alter. Chillt, 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 okay? Entspannt euch. Heil dich bitte wieder. Okay, das war ein tiefer Fall. Wir wollen das nicht wiederholen, Leute. Aber danke. Oh, ich werde wieder attackiert. Ich weiß... Nein, 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 nicht schon. Bitte. Wieso? Was macht es so schwer, hier hochzugehen, hä? Was ist daran so schwer? So ein kleiner Babyparcours. Von irgendwelchen Viechern, die extrem nerven. Ein Pfeil habe ich noch. Das ist echt wenig. Irgendwie fühle ich mich nicht mal danach... Nein, nein, nicht schon. Wie der... Wieso? Geh da einfach ganz normal hoch. Wo ist das verdammte Problem? Nein, nein, nicht. Bitte, chill. Okay. Ich gebe zu, das ist doch ein bisschen schwerer als gedacht. Aus irgendeinem Grund, weil ich immer... Ah, da oben. Da komme ich nicht weiter. Jetzt verstehe ich wenigstens. Oh nein. Oh Gott. Okay, sieht so aus, als wäre das die letzte Stelle. Ich sehe das Problem auf jeden Fall. So, ihr könnt mich gerne nach oben bringen. Attackier mich. Danke dir. Okay, kann ich dich töten? Anscheinend gerade ja nicht, ne? Ja, du verteidigst hier alles, was ja auch schön und gut ist. Aber sag mir nicht, hier war jetzt nichts. Also gar nichts? Ich kann nach oben gehen, aber da ist echt nichts. Ist das ein Scherz? Die meinen das ernst, ne? Hier ist gar nichts. Nein, das meinen die nicht ernst, oder? Das meinen die doch nicht ernst, Alter. Na, dann geht's wieder runter. Eigentlich gibt's hier die meisten Feinde. Naja, die helfen mir nicht gerade nach unten zu kommen wieder, ne? Stimmt, das habe ich vergessen, Leute. Ich habe die Arschkarte. Ich komme ja nicht wirklich nach unten, ne? Okay, ich versuche mal nach unten zu kommen irgendwie. Ohne dass die mich vielleicht töten werden. Okay, ich gehe hier lang bei. Wir sehen uns im nächsten Leben. Was schön mit euch gequatscht zu haben. Stirb! Wieso stirbt ihr nicht? Ich hab ein verdammtes Schwert! Oh, danke. Oh nein. Ich weiß nicht, was ich mir hier angetan habe. Anscheinend kann ich sie aber öfter schlagen. Aber die sind so viel schneller gestorben, ne? Stirb. Oh, yes. Also die sterben doch schneller, als ich dachte. Nächster Parcours, Leute. Ein Traum wird wahr gerade. Ich weiß nicht, ob ich hier was finden werde. Die Teile sind nützlich, wenn man nach oben kommt, aber nicht, wenn man nach unten will. Also immer, wenn ich nicht da oben komme, dann liegt es daran, dass irgendwas über mir ist. Okay, vorsichtig. Hier kann ich doch nach oben kommen. Hier auch noch, aber jetzt fängt es an, gefährlich zu werden. Genau, oh, danke. Danke, wirklich. Ich weiß irgendwie zu schätzen, dass du ein Loser bist. Sag mir nicht, hier ist auch nichts.
Okay, dieser Turm ist echt nix. Und das sieht nicht so aus, als würden die sterben. Das sieht eher so aus, als würden die abhauen einfach. Als würden sie sich wegteleportieren in eine andere Gegend, wo sie mir weiter auf die Nerven gehen werden. Aber tatsächlich ist es echt crazy, weil selbst hier ist einfach nix. Okay, das ist das Ding, Leute. Stirb! Verreck! Ich hab gesagt, verreck, okay? Okay, nice, danke. Der ist gestorben. Oh Gott, da kann man runterfallen. Nein, danke. Sag mir nicht, hier war jetzt auch nichts. Ich weiß da überall, oder? Sieht irgendwie nicht so aus, wäre ich überall gewesen, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht. Ich will mich nochmal kurz sicher umsehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich immer alles gesehen habe. Stirb. Stirb. Einfach nur einer wenigstens. Stirb. Oh, ich habe ein besseres Gefühl jetzt. Ich weiß nicht, ob die wirklich sterben oder ob die nicht sterben. Ich habe keine Ahnung gerade im Leben. Ich weiß nur, dass ich ein riesiges Problem habe. Weil ich nirgendwo hinkomme. Könnt ihr mich bitte einfach in Frieden lassen, Alter. Ich will nur kurz sicher gehen, dass wir überall einmal waren. Mehr will ich nicht, okay? Ich will nur kurz sicher gehen, Leute. Weil ich weiß nicht, ob ich überall wirklich einmal war. Das ist das Ding, Leute. Da hinten ist noch ein Turm. Da war ich aber auch schon, ne? Ich glaube, da war ich wirklich überall einmal. Aber keine Kiste, gar nichts. Okay. Das war lame gerade, weil ich dachte hundertprozentig, da muss irgendwas sein. Ich weiß übrigens nicht mal, wie ich zurückkommen werde. Nur mal so zur kleinen Info. Ich renne einfach weiter, weil ich meine, was soll ich tun, richtig? Ich kann nur weiter sein, Leute. Und hoffen, dass ich noch irgendwas finde. Solange mein Essen noch hält. Ah, what? Das sind die Koordinaten. Was ist das denn? Ich würde da gerne mal reingehen. Ich soll mich nur kurz umsehen, Leute, ob hier noch was ist. Aber da ist noch so ein Ding. Führt mich das weiter zur nächsten Stelle oder wie sieht es aus? Ich werde nur kurz gucken, ob es hier noch was gibt. Ja, da hinten sehe ich sogar was. Oh mein Gott. Noch eine. Noch eine Stelle. Ich habe mir die Koordinaten hier gerade aufgespeichert, ne? Von diesem Ding dort. Ich will auf jeden Fall noch zum Turm da hinten gehen. Hoffentlich komme ich da hin. Ja, dieser Turm sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre irgendwas. Aber was bleibt mir übrig? Da sind zwei Stellen sogar. Oh, what? Aber wohin führt dann dieses eine Portal? Man lernt echt nie aus in Minecraft. So beim nächsten Mal, wenn ich hier sein sollte, jemals wieder, weiß ich schon, was ich alles besser machen kann. Das ist eine Gegend, ist die viel mehr Zeit braucht, als man denkt. Wow, noch fetter. Ist das ein Scherz? Da gehe ich natürlich zum noch fetteren, Leute. Aber ist das noch fetter oder nicht? Das sieht noch ein bisschen fetter aus, Alter. Schaut euch mal an. Oh nein, Leute. Ich glaube, ich könnte sterben. Also ich könnte wirklich sterben, ohne Scheiß. Ich bin jetzt ehrlich, ich weiß meine XP. Und so, es ist auch blöd, aber wenn ich sterbe, sterbe ich. Und dann akzeptiere ich den Fakt. Ich werde natürlich immer zum Größeren gehen, wie auch immer ich hinkommen soll. Ich hoffe mal, dieses Teil kann mich wieder zurückbringen. Auch wenn ich mir da nicht sicher bin. Warte mal, wo sind eigentlich die Endermänner hin? Wie sind die? Oh, noch eine! Ist das jetzt ein Scherz? Ist das jetzt ein verdammter Scherz? Ich meine, was soll ich machen, außer reinzugehen, richtig? Ich meine, ich muss das ja tun. Aber ich weiß nicht, ob das ein Scherz sein soll oder nicht. Also wenn da jetzt nichts sein wird, dann habe ich keine Ahnung, wo was sein wird. Vielleicht gibt es ein Haus, wo man sieht, okay, wenn es so aussieht, dann gibt es auf jeden Fall irgendwas und die anderen sind alle Fakes und Zeitverschwendung. So wie das, da sieht auch crazy aus, aber das sieht noch heftiger aus. Die Frage ist, wird da wieder was drin sein oder nicht? Oder doch oder nicht? Oder gehen diese Teile mir weiter auf die Nerven? Ja, das werden die tun. Und mein Essen wird auch nicht gerade mehr, leider. Ich werde noch einmal reingehen, Leute. Na, dann auf geht's. Ich werde die Teile gar nicht mehr töten dieses Mal. Muss ich sagen, Leute. Weil macht echt wenig Sinn. Vor allem mit ohne Bögen zu herzukommen, ist auch halt lebensmüde, ne? Das ist halt nicht gerade schlau. Oh, das sind jetzt aber mehr dieses Mal. Also ehrlich gesagt, ich wäre jetzt ein bisschen dankbar dafür, wenn sie mir helfen würden, hochzukommen. Ja, genau, attackiert mich ruhig. Genau, sehr schön, danke dir. Okay, das sieht echt gestört aus. Weiter, mehr, mehr, mehr. Nice, danke. Mehr, weiter, weiter. Anders komme ich ja eh nicht hoch. Anders komme ich ja eh nicht hoch, Leute. Das ist der einzige Weg. Auch wenn es jetzt komisch klingt. Aber das ist der einzige Weg, Leute. Au. Au. Okay, jetzt bin ich dann doch dankbar dafür, dass es die gibt. Ich weiß zwar nicht, wie ich lebendig runterkommen soll. Eigentlich gar nicht, oder? Ich glaube, ich werde gar nicht lebendig runterkommen, Leute. Ich bin so gut wie tot. Okay, danke für die Info. Okay, danke, dass ihr mich da oben gebracht habt. Weiß ich gerade irgendwie zu schätzen. Aber jetzt bin ich verzweifelt. Au. Da könnte was sein. Das heißt, wir müssen da lang gehen. Nee, die Gegend ist so fett, Alter. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Oh, nee. Oh, ich wünschte ehrlich gesagt, ich hätte etwas, was mich leichter nach unten bringt, ey. Hier nach unten kann ich nämlich nicht, leider. Okay, aber ich kann hier an der Seite runter. Das sollte gehen. Pass auf, Leute. Perfekt, Leute. Au. Okay. Gehen wir mal hier rein. Genau. Du kannst mich gerne hochbringen. Ich weiß gar nicht, ob es ohne die überhaupt gehen würde. Ich habe das Gefühl, ohne die geht irgendwie gar nichts. Weil man muss ja irgendwie hochkommen und anscheinend kommt man auch hoch. Also ohne die wäre es schon chilliger, aber ich meine, theoretisch ist es ja okay, wenn die da sind, wenn ich wenigstens was finde. Wenn nicht, dann nerven die einfach nur. Wo bin ich gerade? Ich würde es gerne wissen, ehrlich gesagt. Ich bin mal... Oh Gott, ich bin fast gestorben. Hier ist nichts, okay. Die Teile kann man nur so attackieren. Nur indem man vollen Schlag hat. Vorher nicht. Ziemlich crazy. Aber mit der Pfeil geht das halt deutlich einfacher. Aber hier ist auch nichts. Au. Aber wir sind wieder hier. Ist das hier dieselbe Stelle? Das andere, glaube ich, ne? Vielleicht ist da oben ja irgendwas. Bring mich da oben, attackier mich. Danke. Ich fliege. Ich fliege so hoch. Au. Bitte nicht an eine andere Stelle. Es wäre gut, wenn ich aber hier bleiben könnte. Da ist gar nichts. Oh!
Da ist doch was. Oh mein Gott. Hier ist das erste. Okay, Gold. Nicht das allerbeste, aber akzeptabel. Oh mein Gott, was ist hier? Wow. Oh mein Gott. Diamant. Leute, es gibt keine Stelle, wo man sowas findet. Smaragde. Eier. Sind Eier gut dagegen eigentlich? Kann ich Eier drauf werfen? Lass mal kurz sehen, Leute. Eier? Okay, die machen keinen Schaden so richtig. Immerhin. Wir haben ein bisschen was gefunden. Oh, wow. Aber es ist trotzdem selten, weil die Items hier auch so gut sind. Da waren jetzt so zwei Truhen drin. Das kann es aber nicht gewesen sein. Leute, das war's, wie vor das mal stehen lassen. Für eine weitere Minecraft-Folge, lass mal noch oben. Da abonnieren kostenlos, falls du es nicht getan hast. In der Beschreibung findest du mein Merch, mein Instagram und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!